Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophorus mit einem Brummkreisel. So, wir sind das Stückchen noch geschippert. Und da vorne haben wir wieder so ein Brett. Und da gehen wir mal gucken. Hier gibt es bestimmt wieder irgendwas Tolles. Ich bin gar nicht sicher, ich habe gar nicht drauf geguckt, was es gibt, aber irgendwas gibt es hier. Und hier. Also, heute wird es eine relativ kurze Folge geben. Einfach nur voraussichtlich, ja. Ja, es sei denn, hier gibt es noch, wer weiß, was zu entdecken, aber glaube ich fast nicht. Wir fahren dann nachher ein Stückchen zurück oder sowas und parken dann am Straßenrand. Wo muss ich hin? Ach, da. Au. Oh, vielleicht ist sie doch nicht so kurz. Es ist dunkel. Und hier geht es irgendwie bergab. Oh. Oh, aber hier gibt's was zu gucken. Ein Bauplan! Was ist das? Keine Ahnung. Warte mal, war das eine Schädeldecke? Also. Keine Ahnung. Tschüss. Knochenlampen? Es geht hier ziemlich tief runter. Bist du schon unterwegs? Ja. Okay. Okay. Und Bauplan. Oh, wir können den Gleiter bauen. Echt? Ja, ich habe den Bauplan für den Gleiter. Juhu! Party! Ich will auch einen. Nein? Gehst du weg? Jetzt habe ich den Bauplan für den Gleiter. Na, verdammt. Was lag denn da noch? Pfeile. Was machst du? Ich wühle in meinem Inventar. Oh Gott, mir ist kalt. Ich werfe gleich hier. Wieso schlüpfst du denn hier gleich? Ja, ich erfriere. Ich gehe zurück. Sei doch keine Mimi. Doch. Okay. Ja, dann können wir einen Gleiter bauen. Perfekt. Yay, jetzt können wir eine Kirche bauen und einen Gleiter. Boah, ich baue eine Kirche. Da können wir die ganzen Ungläubigen einsperren. Oh ja. Aber mit dem Gleiter können wir noch nicht viel tun. Ich mache meinem Hintern. Stinkt. Ja. Du warst noch nicht duschen. Das ist nicht korrekt, denn ich war schon duschen heute. Sagt der jetzt schon wieder. Nee, ich war wirklich duschen. Okay. Ja, ich glaube, ich bin hier falsch. Okay. Also ich bin da richtig. Echt? Ja. Wenn du natürlich falsch bist, kann natürlich passieren. Hä? Wo geht's denn hier raus? Durchs Loch. Ich sehe hier kein Loch. Ach, da. Soll ich Haare drum malen? Nee, das finde ich schon noch. Ja, okay. Wenn du nichts siehst, ist fühlen keine Schande, weißt du doch. Eben. Beim dritten Einrasten habe ich's gefunden. Ach ja. Diese Folge ist ab 18. Für diejenigen, die es nicht verstehen. Alles gut, es ist nichts passiert. Wir reden vom Bowling. Richtig. Nee, beim Bowling locht man nicht ein, ne? Billard war das, gell? Auch beim Bowling räumt man ab. Ach so. Oh Gott, sind das halt diese Gespräche. So. Wir fahren noch ein bisschen. Da könnte ich mir den Herr Wörmer mal gut vorstellen in so einem Gespräch. Ob der davon Ahnung hat? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wir fahren jetzt noch ein bisschen zurück. Beim nächsten Mal müssen wir, glaube ich, in die andere Richtung schippern.
Ich glaube, da ist nämlich auch was. Und ich glaube, dann haben wir sogar schon die ganzen Caves, die wir mit dem Boot erreichen sollten, schon weg. Okay, passt. Nice. Leute, es geht Richtung Durchspielen. Danach können wir mal ein bisschen Kompositbogen holen und Katana holen. Und dann kannst du nämlich aussuchen, was für eine Waffe du spielen willst. Im Prinzip, ne? Was deine Mainwaffe wird. Weiß ich jetzt schon. Katana. Ja, bei mir wird es wahrscheinlich dann der Kompositbogen. Boing. Der passt, glaube ich, ganz gut zu mir. Ja, ich bin eher so der, ich muss das spüren. Ich brauche nicht unbedingt alles zu spüren, was so passiert. Das Blut muss spritzen. Achso, ich könnte eigentlich meine Taucherrüstung ablegen, ne? Die habe ich schon ab. Ja, du. Und dann schmeiße ich gleich mal hier das verdorbene Fleisch über Bord. Ablegen, ablegen, ablegen. Oha, nicht, dass der Hai dann deswegen kommt. Das ist mir egal. Du weißt schon, dass er so ein Floß zerplättet. Es ist mir auch egal. Wenn du dann im Wasser bist. Musst du mich retten? Mir egal. Nö. Was, nö? Nö. Warum? Ja, weil du hast das verdorbene Fleisch in den Bach reingeschmissen. Im Bach. Ja, oder hier hin. Ist ein großer Bach hier. Ja. Wollen wir mal tauschen? Soll ich mal weiter schippern? Wir sind doch bald da. Ja, dass die Leute auch mehr sehen bei dir als nur Bewegung. Oh, der Hai, der Hai, der Hai. Da haben wir jetzt aber viel geschafft nochmal, ne? Ja, ja, klar. Ja, klar. Geht jetzt easy, wenn wir gleich zu Hause sind, machen wir dann Feierabend. Ja. Dann haben wir sowas, keine Ahnung, 10 Minuten Folge heute. Jetzt meine Herren, das ist der Punkt. Du hast gerade noch gesagt, wir tauschen, damit wir was sehen. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Ja, aber ist doch super. Wir müssen noch ein bisschen nach rechts, ne? Ja, hab ich gewusst. Wir müssen nämlich am Steg anlegen. Ja, einen Steg müsstest du auch noch bauen, ne? Ja. Wenn das geht, bin ich mir gar nicht so sicher. Weil ich weiß nicht, ob du im Wasser dann noch platzieren kannst, weißt du? Mhm. Da! Das ist ja fast wie ein Steg jetzt hier, hä? Aha. Oh man, na gut. Oder wir haben vergessen zu essen. Ja, moin. Nö, ich nicht. Ja, doch, ich schon. Ich wollte unten noch essen. Ach so. Jetzt muss ich gucken, ob was auf dem Rack noch ist. Haben wir hier überhaupt noch eins? Hier oben nicht, nee, aber bei mir in der Hütte. Da gibt's da Essen. Was ist eigentlich hier mit den Kaninchen? Nicht. Wo, bei uns lagen oben alte Pistolenkugeln rum. Lol. Wo ist bei dir jetzt was? In der Küche. Ah ja, in der Tat. Passt. So. Und zur Not hätten wir hier noch Sachen. Ne, ich setze mich jetzt noch 5 Minuten hier hin. So. Ah, nee, aber ich sag mal so. Aber es scheint jetzt runter, ne? Ja, also ich sag mal so, wir brauchen ja jetzt eigentlich nur noch erstmal das Katana. Und wirklich den Kompositbogen. Ja. Yep. Und danach können wir uns echt auf die Suche machen nach der Karte, ne? Ja. So, wenn wir die Karte haben, dann steht uns ja jederzeit frei, oder können wir jederzeit machen, was wir möchten.
Entweder genau. sagen wir, wir suchen Timmy halt wirklich, oder wir sagen, okay, wir bauen jetzt erstmal wieder was weiter oder sowas. Das kann man, können wir die Zuschauer entscheiden lassen. Können wir auch, ja. Dann können vielleicht gibt es dann irgendwann einmal 2.0. Wer weiß? Who knows? Vielleicht, oh, vielleicht kriegen wir ja auch dann Besuch. Wie Besuch? Ich wüsste, wen wir als Besuch haben können. Oh ja, ich auch. Ich glaube, wir meinen denselben, oder? Kann sein, ja. Nein, nicht die. Oh, dann meinen wir doch nicht dieselben. Mein Besuch schreit nämlich auch immer so rum. Echt? Ja. Ganz sicher. Wenn ich nicht höre, dann... Ich will es jetzt nicht sagen. Nein, das wird... Ja, aber so schreit er nicht rum. Nein. Okay. Hat eine ganz angenehme Stimme eigentlich. 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 Gut. Naja, können wir ja mal gucken, wie wir es machen, ne? Wir haben ja auf jeden Fall erst noch was vor. Ich würde sagen, dann machen wir heute Feierabend. Wir einfach mal eine kurze Folge. Und dann sehen wir uns morgen beim Toni am Kanal. Jo. Ja, dann bis morgen. Ciao. Ciao, ciao.